Du bist immer die ganze Zeit in dieser Kunstfigur. Legst du das mal ab? Legst du das mal? Legst du das mal ab? Legst du das mal ab? Du bist immer die ganze Zeit in dieser Kunst. Kunst, in dieser Kunstfigur. Legst du das mal ab? Sollte es wienerisch sein. Legst du das mal ab? Mhm. Ja, ich habe da sowas angenommen, so eine Internet-Konzept-Geschichte. Irgendwie, keine Ahnung, muss ich ja das auf wienerisch machen. Kannst du das? Pff, nee. Legst warum hast du es dann angenommen, wann du das nicht kannst? Legst du das mal? Ja, du hast doch gesagt, ein Schauspieler muss alles können. Dann, ja, dann musst du das lernen, dir drauf schaffen. Ja? Zeig einmal. Du bist immer die ganze Zeit in deiner nicht, Kunst. Nicht Zeit. Kunst. Zeit. Die ganze Zeit. Ja. Zeit. Zeit. Nein, nicht Zeit. Ja, Zeit. Zeit. Nein, du bist doch kein Zicklein. Das ist nicht Heidi und das ist ein Geißlein. Ja? Zeit. Ich halte es nicht mehr aus. Jetzt halt einmal den Pappenestrotteln. Es sagt keine Wien. Es sagt's Marmeladinger, Biefke, verstehst du mal richtig, was ihr da betreibt? Das ist eine sprachliche Blasphemie. Da geht man das Gift auf, da rennt man das Tätowierte auf, hast du mich verstanden? Ja, aber das ist doch bloß eine Kunstfigur. Ach. Kunstfigur hin oder her, jetzt sag ich dir was, du Kunstfigur. Wenn's noch einmal weitermachst, dann komm ich wieder und dann lege ich deine auf, da ist die nächste Leichenschändung. Ansage, Holzpyjama, hast du mich verstanden, du Frassel, du Hiniges? Also, hab die Ehre, hab die Masern, ciao. Jetzt tust du mir leid.